Glyphosat ist in aller Munde, nicht nur, weil der Unkrautvernichter in vielen Landwirtschaften angewendet wird, sondern es gibt auch viele Kritiker, die meinen, das Mittel sei nicht nur für das Unkraut schädlich und die eine weitere Zulassung verhindern wollen. Morgen entscheidet der EU-Untersuchungsunterausschuss im österreichischen Parlament, ob Österreich in Brüssel für oder gegen diese weitere Zulassung stimmen wird. Heute hat Greenpeace gegen das Mittel Stimmung gemacht, mit der Unterstützung von 472 Gemeinden, die schon jetzt freiwillig auf Glyphosat verzichten. Ein bisschen wie Unkraut wachsen heute früh die Ortstafeln vor dem derzeitigen Parlament am Wiener Heldenplatz. Demonstrativ wird gezeigt, dass 472 der insgesamt 2100 Gemeinden in Österreich gegen den Einsatz von Glyphosat sind, weil es gesundheitsschädlich sein soll. Wir wissen, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat als bei Tieren mit Sicherheit krebserregend und bei Menschen wahrscheinlich krebserregend eingestuft hat. Anfang November entscheidet dann die EU-Kommission, ob die Zulassung um weitere 10 Jahre verlängert wird. Frankreich hat kürzlich verkündet, den Unkrautvernichter unabhängig der EU-Entscheidung für die kommenden 5 Jahre zu verbieten. Auch im österreichischen Parlament sieht es derzeit nach einer Mehrheit gegen das Pflanzengift aus. Wir sind heute hier, um die Parteien daran zu erinnern, was sie uns damals gesagt haben und dass sie jetzt diesen Worten auch Taten folgen lassen und eben jetzt bei der Abstimmung im österreichischen Parlament darüber ein klares Votum gegen Glyphosat abgeben. Die Zuversicht, dass Glyphosat EU-weit verboten wird, ist bei Greenpeace verhalten, wie auch in der Bevölkerung. Ich würde es hoffen, aber sicher bin ich mir nicht. Aber ich weiß, dass es schlecht für die Bienen ist. Und dass man es halt wirklich abdrehen sollte, finde ich, weil man kann auch sicher mit anderen Mitteln irgendwie die Schädlinge bekämpfen. Aber es gibt auch andere Stimmen. Alles hat Risiko, nicht wahr? Und ich bin nicht dagegen. Ob dafür oder dagegen, wird bis spätestens Ende des Jahres entschieden werden müssen. Dann läuft die gültige Zulassung von Glyphosat aus.